Willkommen zurück zu Auto Ranger. Drive, heute schauen wir uns den 2026 Fendt Ideal 20T Mähdrescher ganz genau an, mit Außen- und Innenansicht plus. Leistung unter realen Bedingungen. Stellt euch vor, ein Gerät, das alle großen Felder in kürzester Zeit schafft und dabei nicht nur Kraft, sondern auch Raffinesse bietet. Dieses Modell gehört zur neuen Generation der Fendt Idealreihe und kombiniert enorm viel Leistung mit cleverer Technik exterieur zuerst. Dieser Mähdrescher wirkt massiv und zugleich modern optisch, schlanke Linien an den Seiten. Große Kühlerflächen oben, starke Radstände vorne und hinten, robuste Schutzbleche, massive Reifen bzw. in manchen Ausführungen Raupenkettenoptionen. Der Rahmen ist stabil gebaut, ideal für schwierige Geländeverhältnisse. Vorne treffen wir das Schneidwerk. Fendt bietet verschiedene Kopfvarianten je nach Einsatz. Weizen, Mais, Raps etc. Das sogenannte Powerflow-Schneidwerk sorgt dafür, dass das Erntegut gleichmäßig und kontinuierlich in den Einzug gelangt, weniger Verschleppung, gleichmäßiger Transport in den Rotor der Rotorbereich bzw. die Helix-Prozessoren sind ein zentrales Merkmal. Entweder Single Helix bei kleineren Versionen oder Dual Helix bei den größeren Idealmodellen. Dual Helix bringt größere Schlagkraft und Separation, größere Fläche für die Körner und Separation, damit mehr Durchsatz bei gleichbleibender Qualität. Die Reinigung und Separation wurde mit dem System Ideal Balance optimiert. Das bewirkt, dass auch bei Schräglagen, Hanglage der Erntegutstrom sauber verteilt wird, weniger Verluste, bessere Reinigungsergebnisse. Die Lüfter sind Teil des sogenannten Cyclone-Reinigungssystems. Große Luftmengen möglich, dank variabler Lüfterdrehzahl. Motor und Antrieb sind auf Effizienz ausgelegt, starke MAN oder AGCO-Powermotoren, je nach Variante. Leistung bis zu etwa 790 PS bei den Top-Modellen bei gleichzeitig niedrigen Drehzahlen, um Kraftstoffverbrauch zu senken. Kühlsysteme mit umkehrbaren Lüftern, AirSense, Cooling, halten Temperatur auch bei extremer Hitze unter Kontrolle und reinigen sich automatisch. Das Getriebe bietet verschiedene Modi, unter anderem Fahrmodi, automatische Anpassung der Antriebsachsen, All-Drive, je nach Traktion. Wenn nötig, wechselt auf Allrad, Differentialsperren, liefert Kraft, wenn sie gebraucht wird, spart Energie, wenn nicht. Performance im Feld. Tempo beim Dreschen, beeindruckend großes Kornvolumen im Tank, schneller Entladehub, große Durchsätze pro Stunde möglich, wenn Bedingungen stimmen, Effizienz in verschiedenen Kulturen wie Getreide, Mais, Raps getestet, Verarbeitung mit geringer Beschädigung des Strohs, dank sanfteren Einzugswegen und Rotor-Design-Innenraum ist ein Komfortwunder. Kabine, Vision Cap genannt, große Panoramasicht. Hervorragende Sicht aufs Schneidwerk vorne, viel Glas, gute Belüftung, Klimatisierung, Geräuschdämmung niedrig. Auch bei hohen Arbeitszeiten, lange Tage, bleibt der Fahrer erholter Kontrollen und Instrumente konzentrieren sich auf Intuitivität. Armlehne mit Joystick und Bedienfeldern, Display Terminal, Vario Terminal über Touch oder Tasten, übersichtliche Darstellung der wichtigsten Betriebsparameter, Drehzahl, Ertrag, Verlustmessung, Reinigungseinstellungen etc., optionale Steuerung über Joystick statt Lenkrad, Ideal Drive, reduziert Ermüdung, sorgt für präzisere Lenkmanöver, besonders beim Kopfende oder Randbereichen. Beleuchtung vorne und hinten hochwertig. LED-Beleuchtung zur besseren Sicht bei Nacht oder frühen Morgenstunden. Arbeitslicht stark dimensioniert. Sicherheitsfeatures, Kameras, Rücksichtssysteme, Sensoren für Ernteverlust, Feuchtigkeitssensoren, automatische Einstellungen möglich, abhängig von Erntebedingungen, ein paar Schwächen, Überlegungen. Hoher Anschaffungspreis. Wartungsintensive Komponenten, wenn häufig in staubiger oder sehr feuchter Umgebung eingesetzt, Ersatzteile nicht überall sofort verfügbar,
Größe, Transport und Manövrierbarkeit bei kleinen Feldern eingeschränkt. Fazit der 2026. Fendt Ideal 20T ist ein großer Schritt nach vorn. Leistung, Technik, Komfort und Effizienz sind auf einem sehr hohen Niveau für professionelle Landwirtschaft. Wer große Flächen hat, braucht hohe Durchsätze und will gleichzeitig Qualität beim Korn und geringe Verluste beim Stroh. Für den ist dieses Gerät fast unschlagbar. Das war unsere ausführliche Besprechung des 2026 Fendt Ideal 20T Mähdreschers. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Auto Ranger Drive.